In meinen 18 Jahren bei der Bundespolizei ist mir niemand untergekommen, der seine Identität so komplex verschleiert hat wie er. Sie konnten mich weder finden noch verhaften. Ich war unaufhaltsam. Dieser Kerl ist der Regierung auf der Nase herumgetanzt. Wir haben seine Wohnung rund um die Uhr überwacht. Da war ein Bild von mir, daneben stand Most Wanted. Hat sie das verunsichert? Nein, weil ich mit $68,000 nach Hause ging. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Angeklagter in einem Auto davonrast und sich eine Verfolgungsjagd liefert. Eine unserer größten Sorgen war, er könnte auf Knopfdruck die Daten auf seinen Computern löschen. Ich war fest entschlossen, alles zu tun, was ich tun musste. Für die Gerechtigkeit.